Willkommen zurück bei Foto TV. In unserer Kochshow. Und mit David. Und Chris. Was wir heute machen ist, wir machen Sushi. Vegetarisch, weil wir haben hier in der Nähe nichts, wo man Fisch in der Qualität bekommt, die für Sushi ausreichend wäre. Also ich würde gerne mit Thunfisch arbeiten, aber naja, ich bin mir nicht sicher. So, wir haben dafür von Sushis, haben wir jetzt gesagt, machen wir Gurken-Sushis und Avocado-Sushis. So sieht's aus. Außerdem haben wir schon unseren Sushi-Reis vorgekocht und abgekühlt. Wenn ihr den Sushi-Reis kocht, wascht den vorher ab, bis das Wasser klar ist. Was, beim Waschen ist halt das Waschwasser halt, bis das klar ist. Und danach kocht ihr den ganz normal nach Packungsanweisung. Und wir legen jetzt direkt los. Genau. So. Wir fangen an mit unserem Sushi-Reis. Der David nimmt sich jetzt die Schüssel. Wir haben hier Reis-Sushi-Soße. Das ist eine Art Essig, aber wirklich süß. Wirklich süß. Gehst du jetzt auf oder was? Geht auf. So, den haben wir bei unserem Kimchi schon verwendet, falls ihr euch erinnert. Und der David knetet das Ganze jetzt schön in den Reis ein. Währenddessen nehme ich mir unsere Gurke und schäle die schon mal. Das reicht schon. Probier das einmal. Ja, dass wir eben ein bisschen hier was von den Fingern noch abmachen. Soll ja nichts verschwendet werden halt, ne? So sieht das aus. Vielleicht schaffen wir es ja heute mal einmal zu kochen, ohne alles daneben zu schmeißen. Mal den Teufel nicht an die Wand. Zu spät. Hör mal auf kurz. Ich hab nicht mehr dran. Dann ein bisschen mehr dran. So, schön einmassieren da. Dann nehmen wir die Gurke. Ich nehme hier ein Sushi Nori Blatt als Messstab. Als Messstab, genau. Als Lineal quasi. Dann halbieren wir uns einmal die Gurke. Und dann schneiden wir unsere Streifen ab. So, und die kommen jetzt gleich, so wie sie sind, reingelegt. Ne, ich muss sie nochmal halbieren. Ich muss die leider noch einmal zu kleinen Sticks machen. So wie sie sind, kommen die jetzt gleich. Auf den Reis hier drauf gelegt. Wir machen erst den Reis drauf, dann legen wir die drauf und dann rollen wir das Ganze ein. Bis gleich. Gurke ist fertig, Reis ist fertig, Nori-Blatt liegt. Wir fangen direkt an. Ich kann euch gleich sagen, ich habe das nicht besonders geübt. Ich bin da nicht besonders geübt drin. Und ich habe es noch nie gemacht. Du hast das wohl schon gemacht. Nein. Auf Lügen, zu Weihnachten haben wir auch Sushi gehabt. Zu Weihnachten habe ich das mitgemacht. Natürlich warst du da. Oder war das Silvester? Silvester. Aber meins war so verkackt, da habe ich gesagt, ich mache nie wieder. Aber jetzt machen wir trotzdem. So, ihr tut den Reis, den ruft, ne?
Ihr tut den ganzen Reis da drauf. Das ist natürlich jetzt... Der klebt, der Reis, ne? Ist ja klar, sonst hält er ja nicht, aber... Tut den am besten nicht zu dick drauf machen. Tut den nicht... Ne, hier Deutsch und so, tut. Macht den am besten nicht zu dick drauf, so. So. Ich bin kein Meister, sagen wir mal so. Komm, drauf da. Und ich habe Reis verschwendet. Nice. Dann nehmen wir uns jetzt die Gurkensteinchen. Haben wir zwei, glaube ich, pro, ne? Würde ich sagen, ne? Ich hoffe, das passt. Mal die da rein. Und dann nehmt ihr den, rollt den so ein. Und dann könnt ihr einmal hier festhalten und dabei trotzdem noch rollen. So. Fertig ist die erste Sushi-Rolle, die halbwegs in Ordnung aussieht, dafür, dass ich nicht geübt habe. Und dann schneidet ihr euch die Sushis. Am besten mit einem scharfen Messer. Das sind Endstücke, die sind nicht schön. In die entsprechenden Stücke. Also, um wirklich schöne Sushis hinzukriegen, muss man üben, Leute. Ja. Aber ich finde, die sind schon ganz ordentlich. Die sind schon ganz okay. Ich habe schon schlimmere Sushis gesehen. Von uns selbst. So, dann gleich macht der David jetzt. Genau. Er nimmt sich jetzt ein Blatt, macht den Reis drauf und macht dann einen Gurkensushi fertig. Si, senor. Es macht Sinn übrigens, wenn ihr hier oben eine kleine Stelle habt, die ihr freilasst, dann passiert euch das, was ich hier habe. Was ich hier habe, das seht ihr ja hier, dass der Reis rausquillt, passiert euch dann eventuell nicht. Oder unten die Stelle frei. Ich glaube, unten die Stelle frei ist richtig. Oder? Ne, oben. Ne, oben die Stelle. Ja, oben. Auf jeden Fall lasst oben eine kleine Stelle, Ecke frei, dann habt ihr nicht so viel Reis rausquellen. Oh, wie schmeckt schon unsere Abschnitte vom Sushi? Ja, wie Sushi. Nur halt ohne Fisch. Irgendwann haben wir auch mal Fisch hier. Können wir mal die Fischvariante auch mal zeigen, ne? So. Besser kriege ich selber leider nicht hin, wie Chris es gemacht hat. Das ist doch in Ordnung, wie du das hast. Halbwegs. Sieht doch schon okay aus. Dann mache ich mal uno und dos. Du sollst nicht das hier verschieben, du sollst das da ziehen. Und jetzt rollen. Ich roll schon. Ach guck mal, geht doch mit Rollen. Du drückst zu feste. Aber sieht auch schon ganz okay aus. Ja. Du drückst zu feste, du darfst nicht zu feste drücken. Dabei. Ist ein bisschen locker natürlich hier an der Ecke. Aber. Das ist ein Riesenabschnitt. Siehst du? Boah, hier geht's. Sieht doch schon ganz okay aus. Zack. Mal sehen, ich habe nicht so ein gutes Handgefühl da drin. Du musst einfach weniger feste drücken. So, das waren unsere Gurkensushis. Wir machen jetzt noch eben den Rest hier von den Gurkenscheiben weg und machen danach Avocado-Bowls. Genau. Kamerafrau hat Sushis gemacht. Die sehen schon ein bisschen besser aus als unsere, würde ich behaupten. Ja, ich glaube, die hat auch bessere Fingerspitzengefühl als wir, ne? Das erzähle ich dir natürlich nicht. Nicht im Video. Ich weiß.
So, dann tun wir die jetzt rüber. Machen wir die letzte Gurken. Wir sehen uns gleich bei den Avocados wieder. Ja. Gurken-Sushis sind fertig. Die sehen... Also einige sehen echt gut aus, einige sehen echt so aus wie von Anfängern. Wie wir ja nun mal sind. Macht nichts. Ich mache jetzt Avocados. Und ich breite schon mal die nächsten mit Reis ein, ne? Nächsten Noris. Du nimmst schon mal das nächste Nori und bereitest das vor. So, ihr habt den bei der Avocado in der Mitte. Ist immer so ein fetter Klumpen. Der nennt sich Kern. Hier, wie ihr seht. Den kann man normalerweise reinhauen und rausdrehen, aber der ist nicht rund. Normalerweise sind die rund. So, ich kenne die nur in rund. Nicht nur du. Das hat eine Eigenart. Den nehmt ihr natürlich raus. Dann geht ihr hin und schält die Avocado langsam. Ihr könnt dafür auch einen Sparschäler nehmen, wenn die Avocado relativ fest ist. Das funktioniert. Es ist nicht so wild für Sushi, wenn die Avocado jetzt nicht so schön ist, also geschält ist. Weil im Sushi fällt das nachher eh nicht mehr auf. Zack. 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 So. Zu viel Reis an den Rändern. Tut mir leid. Haben wir doch gerade drüber gesprochen, Junge. Minium, was machst du da schon wieder? Ich mach Reis, Punkt. Baby, es gibt Reis. Chill, für mich. Copyright Strike. So, wunderbar. Gleiches Spiel wie mit der Gurke. Zack, zack. Zack, zack. Warum hängt hier noch Avocado dran? Keine zack, Ahnung. Zack, zack. Wunderbar. So, und jetzt sehen wir uns die Avocado-Dinger, die wir hier haben. Und viel Spaß beim Rollen, Junge. Mach ich. Schön vorsichtig, mit viel Gefühl. Wunderbar. Sieht doch auch noch gut aus, ja. Wollte ich doch sagen. Das wird ein bisschen locker bei mir wieder gewesen sein, aber... Der erste ist ein bisschen sehr locker, ja, das ist auf jeden Fall... Ein Stück ist nicht so schlimm. Wenn ihr die Sushis schneidet, tut euch selber den Gefallen und schneidet nur. Nicht, drückt nicht allzu feste, sonst brechen die euch ziemlich schnell durch. Aber die sehen doch schon nach so ziemlich guten Sushis aus, würde ich behaupten. Ja, diesmal habe ich ja nicht so fest gedrückt wie gerade eben, ne? So, fertig sind die Avocado-Sushis. Können wir noch ein Stück reindrücken hier. So. Dann packen wir die auf den Teller. Die Decke schon vorbereitet wieder. Wundervoll. Und so geht's weiter. Dann sehen wir uns, wenn die Sushis fertig sind. Genau. So, unser Sushi ist jetzt fertig. Wir haben uns dazu Sojasauce noch hingestellt zum Probieren. Dann wollen wir mal probieren. Genau. Wir fangen mit den Avocado Rolls an. Dippen die ein bisschen in unsere Sojasauce. Mhm. Oh, 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 geil. Lecker. Sauer lecker. Mhm. Probieren wir jetzt noch unsere Gurkenbrötchen. Mhm. Ich habe jetzt das wahrscheinlich schwächste Gurkenbrötchen hier, aber. Nein, ich. Das muss eins von deinem gewesen sein. Ist auch ein Formal, wie ich es gerade gesehen habe. Ich finde, die Gurke gibt einen unheimlich schönen Knack in dem Sushi. Mhm. Wohingegen die Avocado von der Konsistenz her kaum abweicht. Ja,
Ja, aber die Avocado hat natürlich einen ganz besonderen Eigengeschmack. Ja. Beim nächsten Mal läuten wir nämlich die Grillsaison ein. Das heißt, ich bin alleine im Video. Am Anfang zumindest. Weil ich uns die Schweinenackensteaks vormarinieren werde. Und dazu machen wir einen leckeren Kartoffelsalat. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, lasst ein Abo da. Und aktiviert die Glocke. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr die Sushi Rolls, die wir hier gemacht haben, auch gemacht habt, schreibt es uns in die Kommentare. So viel dazu. Bis dahin. Ciao. Ciao.